So Freunde, wie ihr unschwer erkennen konnte und wie ich schon bereits gesagt habe, sind wir jetzt in Hamburg unterwegs. Wir sind hier kurz mal an den Landungsbrücken unterwegs. Jetzt erstmal was essen gehen und ja, gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Nachdem wir uns jetzt gestärkt haben, meine Freunde, sind wir hier jetzt an der Elbphilharmonie und wollen jetzt mal da oben hin. Wollen wir uns mal von oben mal die Stadt angucken und den Hafen. Bin mal gespannt, wie das von oben aussieht. Also, auf geht's! Ja, Freunde, wir waren jetzt nochmal kurz auf der Reeperbahn unterwegs. Das zeige ich euch dann später noch ein bisschen mehr nachher. Und ja, Elbphilharmonie war ganz schön von da oben aus zu blicken. Man muss es einmal gemacht haben, aber danach braucht man es auch nicht mehr. Mal ganz ehrlich, Eintritt ist frei da. Und ja, ich sag mal, wir sehen uns gleich zum nächsten Tag, meine Freunde. Mal gucken, was wir morgen treiben werden. So, Freunde, ein weiterer Tag ist angefangen. Es regnet ein wenig, wie ihr seht. Wir machen heute jetzt mal eine Stadtrundfahrt hier mit dem Doppeldeckerbus hier durch Hamburg. Schauen uns mal um. Und ja, heute Abend gehen wir ins Miniaturwunderland. Also gucken wir uns jetzt mal hier mal um und Sehenswürdigkeiten hier in der Stadt an. Und ja, dann gucken wir mal. Jetzt, wo wir die Rundfahrt gemacht haben, die eigentlich ganz interessant war mit ein paar Hintergrundgeschichten und allem drum und dran, war ziemlich cool. Anderthalb Stunden hat das gedauert, war sehr interessant und informativ, hast halt einiges von der Stadt gesehen und alles. Und jetzt sind wir zum Weg zum Millerntor-Stadion, zum Stadion des FC St. Pauli. Da wollte ich gerne noch mal in den Shop rein, mal gucken, ob ich da was finde. Also, wollen wir mal. Nachdem wir jetzt am Millerntor-Stadion waren, gehen wir jetzt mal hier ins Zwick zum Essen. Das ist eine Kultkneipe hier, die gehört mit Hugo Egon Balder. Da wollen wir jetzt mal rein, also auf geht's! So Freunde, nachdem wir jetzt im Zwick essen waren, habe ich ja gesagt, gehen wir jetzt ins Miniaturwunderland, gucken uns das mal ein bisschen an. Bin mal gespannt. Miniaturarbeiten sind eigentlich nicht so meins, aber mein Vater wollte gerne hin, also gucken wir uns das mal an. So Freunde, ich stehe jetzt wieder hier vor unserem Hotel. Meine Tourwander haben wir jetzt abgehakt. War ganz okay, aber wie gesagt, mein Thema ist es nicht. Und ja, jetzt lassen wir uns den Tag schön ausklingen lassen und werden dann morgen mal gucken, was wir so treiben werden. Also, wir sehen uns gleich zum nächsten Tag wieder. So Freunde, da ist auch unser letzter Tag jetzt angebrochen hier in Hamburg. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Tierpark Hagenbeck und mal wieder seit, vor 6 Jahren waren wir, glaube ich, hier. Uns den Zoo mal wieder angucken. Mal gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Und ja, wollen wir erstmal hinzu und dann gucken wir, was der restliche Tag noch so bringen wird.
Nachdem wir jetzt im Zoo drin waren, sind wir jetzt mal Richtung Reeperbahn. Da wollen wir mal in das berühmteste Penny in ganz Deutschland gehen, und zwar das Penny hier am Kiez, und wollen uns das mal angucken und uns was zu trinken holen, ein bisschen Pfand abgeben. Und ja, bin mal gespannt, wie es aussieht. Es soll ja ziemlich skurril und cool sein. Also gucken wir mal. Ja, Freunde, wir sind jetzt, waren jetzt schon raus aus dem Kiez Penny. Das war super interessant, das sah richtig, richtig cool aus mit den ganzen Graffitis und allem drum und dran. Das war und den Neonhörern, das sah ja mega cool aus. War sehr, sehr, also es ist auf jeden Fall empfehlenswert, mal da reinzugehen und sich das anzugucken. Ah ja, jetzt sind wir am Abend jetzt mal unterwegs, sind jetzt Richtung Weg auf Richtung Große Freiheit und Richtung Ritze wollen wir. Da wollen wir mal was trinken gehen. Und ja, gucken wir mal, schauen wir uns mal hier ein bisschen um auf der Reeperbahn. Also, auf geht's, meine Freunde. Ja, meine Freunde, jetzt habt ihr nochmal gesehen, jetzt waren wir nochmal in der Ritze drin. Wir waren unten im Bockstall, habt ihr gesehen, es war schon atemberaubend, da unten zu stehen. Wir übrigens da haben eine Henry-Maske, einen Klitschko oder auch einen, vielleicht auch Mike Tyson, kann natürlich auch sein. Es waren viele Bilder von ihm da drin. Und ja, es war super interessant und war super cool da in der Ritze. Und ja, generell war es ja ziemlich, ziemlich cool jetzt noch zum Abend hin. Und ja, das war jetzt unser Hamburg-Trip. Wir haben heute einiges gemacht, Wunderland, Zoo und allem drum und dran. Und ja, das war ja ziemlich, ziemlich cool. Ich habe jetzt meine Kamera, würde mal endlich mal scharf schalten. Jetzt hat sie sich wieder gefangen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt richtig, richtig viel Spaß. Und ja, ihr freut euch jetzt auch jetzt dann. Das nächste Video wird ein Gaming-Video sein. Ich hoffe, ihr seid gespannt und freut euch drauf. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen für dem Video. Bis dahin. Ciao, euer Dominik.